Ja, hallo, Harry Brian hier. Ich habe ja das Mora Eldris hier geschickt bekommen, einfach damit ich es testen und ausprobieren kann. Und das habe ich jetzt vor. Und wenn es euch interessiert, dann bleibt doch einfach dran. Als ich das Mora bekommen habe, habe ich mir gedacht, okay, was fängst du mit so einem kleinen Messer an? Wofür kannst du es benutzen? Wofür ist es gedacht? Naja, okay, es ist ein Pocket oder ein Neckknife. Und für was benutzt man Neckknife? Zum Schneiden, zum Schnitzen. Und das war es eigentlich. Grobe Sachen, Betoning oder sonstiges, mache ich mit so einem Neckknife, Pocketknife eigentlich weniger. Also verwende ich es jetzt genau für diese Aufgaben. So, bevor ich jetzt anfange, das Messer seinen Zweck zuzuführen, einfach mal ein paar Daten dazu. Das ganze Messer hat eine Gesamtlänge von 14,3 Zentimeter und die Klinge selber hat 5,6 Zentimeter. Es ist ein rostfreier Stahl mit 2 mm Materialstärke. Dafür vollkommen ausreichend. Es ist ein kleiner Skandi angebracht und hier vorne hat man die Schneide einfach noch mal ein wenig ausgedünnt, damit sie einfach eine schönere Schneideigenschaft hat. Gerade beim Schnitzen oder sowas ist es gut, wenn sie hier vorne dünner ist, damit sie einfach nicht zu so viel Verdrängung hat und ich schön feiner schnitzen kann. Der Griff selber liegt super in der Hand. Einfach dadurch, dass er ja schön bauchig gehalten ist. Der Kunststoff hier in der Mitte ist ziemlich glatt, aber alles hier außen ist ein sehr griffiges Kunststoffmaterial, so in etwa wie beim Mora Bushcraft Black. Also da rutscht nichts aus der Hand und ich kann wirklich feste zugreifen. So, aber jetzt einfach mal zum Schneidetest. Fangen wir mal mit der Tomate an. Also da geht das Ding durch ohne Ende. Bei einer Scheibe Brot wird es schon etwas schwieriger. Aber auch das ist gut möglich. Eine schöne harte Chorizo-Wurst. Auch ohne Problem. Das schneidet wirklich hauchdünne Zwiebelscheiben ab. Karotten. Der Apfel darf auch nicht fehlen, ne? Also, das war der Gebrauch zum Feschbar machen, zur Brotzeit machen, zum Essen. Von der Schärfe her absolut kein Thema. Die Klingenlänge, gerade bei, ist ein wenig scharf die Wurst, gerade bei Brot oder bei größeren Tomaten könnte es ein bisschen länger sein, aber es funktioniert. Man will ja kein Drei-Gänge-Menü damit vorbereiten, sondern einfach seine Wurst schneiden, seinen Apfel, sein Gemüse. Damit kann man das wunderbar. Nächste Geschichte wäre natürlich die Schnitzerei. Da habe ich jetzt ein bisschen Fichtenkiefernholz. Das geht wunderbar, das beißt sich wunderbar rein und da ist auch die schöne flache Spitze recht schön. Mal ein wenig ran. Da kann ich jetzt wirklich hierher gehen und kann richtig schöne Rundungen rein machen. Sieht man es richtig, dass ich da schöne Rundungen reinschnitzen kann. Ich kann es hier schön im Vorgriff nehmen und kann das sogar echt schön
ausrunden hier und kann hier arbeiten. Also, es geht eigentlich echt wunderbar. Ne? Dann gibt es hier noch den Klingenrücken, der ja eigentlich auf 90 Grad ist, um einen Feuerstahl anzureißen. Und das geht eigentlich ohne Probleme. Dann habe ich hier ein bisschen Grünholz und Asten. Problemlos. Das geht einwandfrei. Also die Spitze, die geht wunderbar ins Holz rein. Hinten an der Fläche ist es ein bisschen schwieriger, dadurch, dass der Scandi nicht ganz so hochgezogen ist. Aber mit der Spitze komme ich hier echt wunderbar ins Holz rein. Also das ist echt cool. Und auch wenn ich es so in die Hand nehme, kann ich hier echt wunderbar mitarbeiten mit dem Teil. Ich finde die Spitze echt abgefahren, weil du da richtig schöne Rundungen reindrücken kannst. Also, das ist echt toll. Man kriegt hier eine schöne halbrunde Kuhle irgendwie rein. Das geht mit der Spitze echt geil. Man kann sie einführen und kann es eigentlich gleich rausdrehen. Und kriegt hier echt so einen wunderschönen Curve rein. Also es ist echt cool, gefällt mir. So, die nächste Geschichte ist: Muss ich mit dem auch batonen? Nein, muss ich normalerweise nicht. Dafür ist es ja zu klein. Aber das machen wir jetzt trotzdem mal. Vielleicht hat man es mal zur Hand. Und wie für einen kleinen Hobo ein paar Holzschnitzelchen machen. Geht mit dem Fichtenholz hier optimal. Und jetzt probieren wir das auch mal mit dem Buchenholz. Also auch für sowas eignet sich's relativ gut. Ich glaube, dafür ist es nicht gemacht, aber wenn ich mal für so eine kleine Buschbox oder die Buschbox Ultralight ein paar kleine Holzstücke brauche, kriege ich das auch wunderbar mit dem dahin. Die Schneide hat jetzt nicht wirklich Ausbrüche, wenn man so guckt. Ist ein wenig Dreck dran. Bisschen hakt ganz leicht. Ziehen wir es mal kurz ein bisschen ab. Ja, das war soweit. Ne? Ich habe das ältere Set dafür benutzt, für was, dass ich gedacht habe, dass es gemacht ist. Und es hat echt einen guten Job gemacht. Letztendlich finde ich es ein richtig cooles, tolles Messer. Es macht Spaß, damit zu arbeiten. Es liegt gut in der Hand, kann verschiedene Arbeiten damit ausführen. Es nimmt nicht so viel Platz weg. Und als Neckknife finde ich das Ding echt in Ordnung. Jetzt kommt es darauf an, ob man es sich kaufen will oder nicht, ob man es braucht oder nicht. Ich denke, das ist Geschmackssache, aber wer sich das Messer zulegt, der macht auf jeden Fall
für die Arbeiten, die ich benutzt habe, für die Neckknife soweit gedacht ist, nichts verkehrt und hat hier mit Sicherheit einen sehr guten Begleiter. Das soll es soweit gewesen sein von mir. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben, klickt hier auf Abonnieren, dann seid ihr dabei, wenn es ein neues Video gibt und macht's gut, bis dann. Ciao!